Hallo, mein Name ist Gamera und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Ja, wir hauen uns eine Glut rein und suchen direkt den Typen mit dem Rufsymbol und beschwören ihn, den guten Mann, damit wir ein bisschen hier auch irgendeine Quest machen, sozusagen. Und ich hoffe, dass er nicht direkt wieder in die Typen da reinläuft und alle dann ranholt. Aber so ein bisschen Hilfe kann auf jeden Fall mal nicht schaden. Auch wenn ich glaube, dass wir die bequemer auch alleine machen könnten, aber naja. Ja, problematisch. Da ist nämlich schon der Große, der meinen Kollegen jetzt ganz schön zerstören will anscheinend. Ja, natürlich greift er mich an, ganz klar. Aber er ist wesentlich entspannter ohne den Ring. So. Trifft mein Freund auch mal? Oder ist er gar nichts hier? Oh, okay. Den Schlag habe ich jetzt nicht erwartet. So, du bleibst erstmal bei mir. So, dann haben wir wenigstens den. Mal gucken, ob Kollege Turnschuh... Oh, der hat Probleme. Der hat gerade echte Probleme. Ich hoffe nicht, dass er gerade stirbt. Wäre ein bisschen schade um ihn. So, er hat es geschafft. Sehr gut. Ist doch gut. Perfekt. Guter Junge. So, wollen wir mal in Ruhe hier weitermachen mit dem anderen Großen, oder? Hey, schmeiß dir mal lieber einen Flakon rein. Du bist ja sofort... Oh. Oh. Du bist ja dann gleich sofort platt. So. Jetzt habe ich leider die beiden hier verärgert. Hawkwood will gar nicht wieder zu mir kommen. Ja, das ist natürlich ganz nett. Ah, doch, jetzt. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So, Hawkwood, beruhig dich und komm erstmal wieder hier zu mir. Oh, 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 oh. Wollen wir nicht lieber einen zusammen machen oder so? Oder ist das irgendwie nicht so? Also ich wäre eigentlich bereit, dir eher zu helfen, wenn du mal... Oh, 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 oh. Oh Gott, was ist denn jetzt? So, ich brauche Ausdauer. So. Ah, komm. Oh shit. Der macht gerade richtig Randale, auch gegen meinen Freund. Ah, danke. Gut, das war doch schon, das war doch besser als die Folgen zuvor. Alter. So, Hawkwood, was ist los mit dir? Kommst du nochmal? Oder wo bist du? Da bist du. Okay. Jetzt haben wir noch ein paar andere Leutchen hier. Ja, den kriegen wir doch hin. So, sehr schön. Den haben wir. Ich bin mal gespannt, was Hawkwood uns hier macht und zeigt. Oh. Hier ist es wieder so eine komische Echse. Wupp. Ja, Feuer bringt so viel bei ihr jetzt gerade. Merkt das schon. So. Aber ich glaube, ich habe auch einfach weniger Schaden, den ich mache. Mit dem Schwert. Naja, Asche eines Drachenjägers. Sehr schön. Da haben wir noch eine Asche gefunden sogar. Judy, ist doch ganz nice. Ist doch ganz nice.
Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Wir gucken uns hier mal genauer um. Hier ist bestimmt irgendwas Wertvolles. Irgendwas Dolles ist hier definitiv. So, ist hier irgendwie was? Nö, ne? Sieht nicht danach aus. Wo will der denn hin? Oh, ich habe gerade so ein böses Gefühl. Wo will denn der hin? Nachricht lesen. Okay. Geste wird benötigt. Versucht Geste. Ist in seine Welt zurückgekehrt. Okay. Funkelnder Drachenkörperstein. Okay, krass. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ziemlich wertvoll ist. Funkelnder Drachenkörperstein. Gucken wir mal ganz kurz im Inventar. Unter Werkzeuge wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Auch nicht. Wo ist denn das? Wo könnte man das jetzt finden? Hier auch nicht. Hä? Göttlicher Segen? Okay. Da ist er. Wie Drachengrollen, okay. Gegenstandsinfo anzeigen. Von der Macht der ewigen Drachen erfüllter Stein, einem gewaltigen Drachen dargebracht, im Stein keimt Licht auf. Du erhältst einen Drachenkörper und grollst wie ein Drache, als Illusion eines Erzdrachen. Kann bis zum Tode nicht rückgängig gemacht werden. Die Nachbildung kann nicht allein mit dem... Okay. Ja, nett. Juri, hätte man das hingekriegt? Auch... Ja, okay. Warum nicht eigentlich? Warum nicht? Genau, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Ich denke mal, dass hier jetzt ansonsten nichts ist. Ich finde vom Schaden übrigens die Waffe jetzt echt nicht so prall, ne? Also eigentlich hätten wir da was Besseres uns basteln müssen. Naja, scheiß drauf. Passt schon, vielleicht... Oder vielleicht... Ich bin halt so eingefahren in meinem Moveset, ne? Oh. Bin ein bisschen eingefahren in mein Moveset. Ich komme mit anderen irgendwie nicht mehr klar, weil ich jetzt so dieses Schnelle und Bumm und hier und da daran gewöhnt bin. Naja, beruhig dich, mein kleiner Freund. So. Und dann ist ja auch schon mal weg. Tja, keine Ahnung. Was hat denn das für ein, die Waffe für einen Schaden? 110 plus 49 und 138, 19. Ist jetzt nicht so sonderlich viel, ne? Ja, vielleicht können wir das irgendwie noch ein bisschen verbessern. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Kriegen wir schon hin. So. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall angelangt und jetzt sind wir hier eigentlich durch. Ich denke mal, dass wir jetzt tatsächlich... tatsächlich jetzt wieder zurückgehen können. Bin mir nicht sicher, aber so wirklich viel haben wir jetzt hier ja nicht gebracht. Das Ding können wir immer noch nicht öffnen. Ich frage mich echt, wie wir das aufkriegen. Wahrscheinlich müssen wir die Glocke läuten. Ich würde es ja fast gerne mal ausprobieren, das mit dem Glocke läuten. Ich glaube nicht, dass sofort der Boss kommt, oder? Oder kommt der dann sofort? Ich würde es echt gerne ausprobieren. Phantom wird benötigt. Versucht Nahkampf. What? Achso, Phantom wird benötigt. Wahrscheinlich sind das die Hinweise darauf, dass dieses Phantom von unten erst gekillt werden muss, damit man das machen kann. Um den Pfad des Drachen zu beschreiten, darf die große Glocke nicht geläutet werden. Jetzt machen wir erstmal den platt. Bevor der uns jetzt die anderen zieht. Ja, ich guck mal ganz kurz. Weil wir haben ja hier die ganzen Typen noch nicht gemacht. Hier sind ja immer noch ein paar
Vorsicht, Verstoß, angreifen, nicht voraus, Geheimfahrt, okay. Sind ja immer noch ein paar Echsen, die uns ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Und hier könnte eventuell noch ein Item sein, ich bin mir nicht sicher. Oh, wow, oh, 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 okay. Aber hier sind keine Items mehr. Oh. Schön, dass er mich verfolgt. Ja, ich wollte gerade springen, so eine Scheiße. So. So. Oh, den letzten Rest, den macht er dann natürlich noch. Ja, klar. So. Ich wollte eigentlich was gucken. Wow! Okay. So. Er hat es nicht anders gewollt. Er wollte mich ja unbedingt angreifen. Ich denke mal, das war... Ich würde gerne den Drachen mal versuchen. Ich glaube zwar nicht, dass wir den hinkriegen, aber eigentlich würde ich den Drachen gerne mal ausprobieren. Ob der irgendwie platt geht oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie auch so ein leichtes Himmelfahrtskommando, ne? Ich glaube, das ist gar keine gute Idee. So. So, so, so. Wir brauchen irgendwie noch andere Waffen, habe ich so das Gefühl. Vielleicht sollten wir echt ein paar Waffen einfach mal vorbereiten für diverse Fälle. Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Waffen machen, um irgendwie Feuer herum oder finster, hier dunkel oder keine Ahnung was. Einfach damit man immer mal eine Waffe hat, eine ordentliche, wenn auch nicht vielleicht die beste Waffe, um... Von wo macht ihr das? Von da oben, okay. Damit man immer ein paar Waffen im Vorrat hat für diverse Gegner, also eine Waffe, die gut mit Feuer ist, eine Waffe, die dunkel hat und so weiter. Damit man immer irgendwie vorbereitet ist auf die jeweiligen Gegner. Das könnte man eigentlich mal machen. Gut, die Waffe, die ich jetzt habe, die ist echt nicht so gut. Und das muss ich mir wirklich eingestehen. Da haben wir ein bisschen Scheiße gebaut. Aber naja, passt schon. Ich mache jetzt den Drachen tatsächlich nicht. Und gehe jetzt tatsächlich erstmal wieder zurück zum Leuchtfeuer. Warte mal. Achso, hier ist nochmal die Gegend mit... Genau. Mit diesem Havel. Der Havel oder was auch immer. So. Der wird ja nicht nochmal wiederkommen. Ja, wie gesagt, dass man dann wirklich alles vorbereitet hat und dann gehe ich jetzt gleich zum Leuchtfeuer und mache dann schon mal ein paar Waffen, auch wenn die wahrscheinlich jetzt alle nicht so prall werden. So, gebe ich zu, die Waffe, die ich jetzt gemacht habe, die ist jetzt echt nicht so prall, aber die ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht, dass man da total mit abkackt. Es geht auf jeden Fall besser. So, sagen wir es mal so. Judy, ich denke mal, dass wir das jetzt auf jeden Fall machen werden. Die Waffe, die ich wollte, das ist das, was mich irgendwie ärgert. Die Waffe, die ich wollte, die kann ich jetzt nicht machen. Das ist ärgerlich. Vielleicht machen wir die trotzdem. Diese komische Axt, also die hätte ich gerne vielleicht mal ausprobiert. Die würde ich vielleicht gerne mal tatsächlich verstärken. Vielleicht kann die ja ganz normal was, auch wenn die dann nur physisch macht und nicht Eis. Aber vielleicht kann die ein bisschen was. Und vielleicht brauchen wir auch ein bisschen Blutung und so. Blutung wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Blutung könnten wir eigentlich machen. Wobei wir ja eigentlich das Uchigatana haben mit Blutung. Das dürfte eigentlich auch reichen. Oh. Moment mal.
Hawkswood Grasklinge. Jetzt haben wir tatsächlich was bekommen. Ist das eine Waffe gewesen? Wahrscheinlich, ne? Der ist ja damit abgezischt. Was war denn das jetzt, was er uns gegeben hat? Asche. Ah ja, die müssen wir gleich auch noch abgeben. Da war's. Nachricht von Hawkwood bei Schmied aufbewahrt. Okay. Blutbefleckte Grasklinge von Hawkwood, dem Deserteur der Untotenlegion. Traditionsgemäß überbringt die Untotenlegion mit der Grasklinge nur die gravierendsten Nachrichten. Kommt zu Pharons Mausoleum. Nur einer kann dem Pfad der uralten Drachen folgen. Pharons Mausoleum. Okay. Ja, gut. Pharons Mausoleum, wo war denn das? Da waren wir doch bestimmt schon, oder? Gut, egal. Wir machen jetzt erstmal nochmal eine Waffe, die wir durchwirken können. Das gefällt mir nicht. Wobei das auch Normal und Stoß hat, ne? Ärgerlich. Was wäre denn, wenn wir das Breitschwert machen? Das wäre, glaube ich, noch schlechter, ne? Ach, das ist ärgerlich. Ich hätte gerne dieses eine, tatsächlich dieses, die eine Axt. Die wäre so schön. So, hier haben wir noch ein chaotische Streitaxt. Eigentlich sieht die gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Wenn man das zusammenrechnet. Ich weiß nicht, ob man das zusammenrechnen darf überhaupt, aber so scheiße sieht die gar nicht aus. Banditenaxt sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. 102 plus 10, ja, ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht, Leute. Großaxt. Ja, die kann man natürlich. Wie war denn das Astora Großschwert? Ich glaube, das war auch nicht so schlecht, ne? Aber ich glaube, das war auch sehr, sehr langsam auch. Schwert des Schwarzritters. Ja, das ist auch wieder so ein langsames Scheißteil. Nee, damit komme ich nicht klar. Und da werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr klarkommen. Sturmherrscher. Das ist genau so ein Mist. Tja, ich bin relativ eingeschränkt so in meinen Waffen, habe ich so das Gefühl. Ach, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Komm. Vielleicht können wir das sogar noch verbessern. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen noch. Chaotisches. Abgründige. Was brauchen wir hierfür? Für das Titanitbrocken. 6 Titanitbrocken brauchen wir dafür. Können wir die mittlerweile eigentlich bei der Tante hier kaufen? Das ist halt so auch, was ich mich frage. Erstmal geben wir sowieso die Asche ab. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Ja, gerne. Gerne. Mach ich doch immer gerne. Die wird nähernd sein. Definitiv. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob sie vielleicht tatsächlich so Titanitbrocken oder sowas verkauft. Funkeltitaniten werden verkauft, Titanitbrocken werden verkauft. Aber kostet 13.000. 13.000. Das ist natürlich heftig. Das müssen wir dann tatsächlich sehr bewusst einsetzen. Es werden für die Schwerter werden dann 6 benötigt. Leckt mich doch am Arsch. Nee, das ist dann nicht so mein Ding. Aber ich sehe gerade, wir könnten eigentlich auch die Abgründige, die hatten wir schon mit Dunkel ausgerüstet. Dann können wir die eigentlich auch noch fast verbessern. Dunkle Streitaxt.
Hier können wir die auch schon wieder fast verbessern. Komm, wir machen das mal so. Und dann verstärken wir die. Auch wenn es wahrscheinlich totaler Blödsinn ist. Aber wir haben so viele Titanitscherben und große Titanitscherben und so. So. Dann ist die vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann hätten wir jetzt ein Schwert oder eine Axt mit Feuer und eine Axt mit Dunkel. Passt schon. Auch wenn das totaler Quatsch ist. Ich weiß. Aber, naja. Vielleicht finden wir auf Dauer noch was Besseres. Und hier haben wir Blutung. Und hier haben wir alles. Wir haben einfach alles hier. Das wäre eine echt schöne Waffe für, wenn ich es könnte. Naja, vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran. So, egal. Egal, Karl. Wir haben jetzt auf jeden Fall alles jetzt vorbereitet. Ich denke mal, dass wir dann definitiv so wieder in das andere Gebiet gehen. Wir haben das jetzt erstmal gemacht. Und wir gehen jetzt einfach mal wieder... Ach so, wir können ja eigentlich hier nach Pharon. Ich glaube fast, dass es hier beim alten Wolf war. Es wurde ja schon in die Kommentare geschrieben, dass irgendwo bei dem verirrten Dämon, dass da was liegt. Wahrscheinlich kriegen wir das jetzt schon, nachdem wir diese Quest gemacht haben. Kann ich mir nämlich gut vorstellen. Ich denke mal, dass wir da jetzt einfach mal hingehen und da liegt ja was für mich bereit. Vielleicht ist das Pharon-Mausoleum. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht ist es das. Irgendwo muss es ja sein. Und ich wüsste jetzt nicht, wo wir sonst in einem anderen Mausoleum waren. Keine Ahnung. Wir gucken jetzt einfach mal. Haben wir hier für ihn irgendwas? Nee, wir haben nichts. Ja, war sehr... Ah, das war ja sowieso eine Grasklinge, ne? Eine Grasklinge-Nachricht. Ja, dann dürfte es tatsächlich hier sein irgendwo. Dann wird es hier sein. Bin ich mir fast sicher. So, okidoki. Riese sozusagen, Mama. Abfall voraus. Okay. Dann gehen wir da jetzt erstmal hin. Beim verirrten Dämon, ja, da liegt doch was. Okay. Das wird kein Zufall sein, dass da jetzt was liegt. Was ist das denn hier? Das ist ein Bildfehler oder was? Achso, nee, da sind irgendwelche Stangen. Okay. Das wird kein Zufall sein, dass hier irgendwas liegt. Vielleicht ist das irgendwie ganz nett. Vielleicht hilft uns das auch. So. Gucken wir mal. Ah. Oh. Die Klamotten von Havel. Okay. Die wahrscheinlich ultra schwer sind. Davon kann man ausgehen. 11,2. Aber es sind auch gut, ne? 22, okay, alles klar. Da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Das können wir komplett knicken. Das kriegen wir auf jeden Fall nicht hin. Ups. Ein wenig schwer. Juli. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall wieder zurück. Und... Ja, gehen dann zu Kollege Turnschuh. Also zu der Tänzerin. Da ist ja noch ein Gebiet, was auf uns wartet, was wir noch nicht gemacht haben. Ich denke mal, das Gebiet ist eigentlich dazu da, dass es weitergeht in der Geschichte, weil das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja eher ein optionales Gebiet, was irgendwie witzig ist. Weil das so riesengroß ist, das optionale Gebiet. Das ist ja nicht auszuhalten. Naja, okay. Genau, dann gehen wir da auf jeden Fall zurück. Und dann sind wir eigentlich schon wieder auf ein Level, das war... oh, das wollte ich gar nicht. Dass wir... Ja, weitermachen können eigentlich. Tatsächlich, vielleicht, wir sind wahrscheinlich ziemlich am Ende. Denke ich zumindest mal. Aber warte mal, das wird... Ich überlege gerade, das wird nicht... Pharon-Mausoleum. Wächter des Abgrunds. Das wird nicht das gewesen sein, was jetzt gemeint war. Drachenmausoleum.
kein Plan. Naja, ich würde sagen, dass wir trotzdem jetzt erstmal wieder rübergehen zur Tänzerin. Dort geht's definitiv weiter. Dort geht's definitiv weiter und da gucken wir uns dann das andere Gebiet an, was wir ausgelassen haben. Ja, damit ist die Folge auf jeden Fall beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. geht so. Ich hoffe, sie hat euch auf jeden Fall trotzdem gefallen und ja, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao.